Okay. Können Sie mich hören? Okay, ich versuche mal dieses Safety Briefing in Deutsch zu machen. Habe ich noch nie in Deutsch gemacht. Also, wir müssen über einige Dinge reden, bevor wir abheben können. Das erste ist, dass Sicherheitstraining-Video, das haben Sie gesehen und alles verstanden. Okay, sehr gut. Okay, der Sicherheitsgurt mit dem Bucket, low and tight, also tief und eng. In front of the belly button. God, Deutsch! I can't believe it! Sieht gut aus. Klimaanlage, die läuft. Wir haben hier so Air Vents. Kann man aufmachen, zumachen und drehen und alles mögliche. Ja. Aloha Bags. Kotztüten. So, ja, also jeder reagiert ja auf Bewegung ein bisschen unterschiedlich. Wir haben sie hier in Front, vorne und in den Seitentaschen der Tür auch. Oh mein Gott. Und da sind auch so Refresher Bags drin. Und sobald man die benutzt, öffnet man einen dieser Refresher Bags und das übertüncht das ursprüngliche. Und dann geht es den anderen besser. So, während des Starts und der Landung muss ich das Mikrofon ausschalten, aber sobald wir in der Luft sind, kann ich es wieder einschalten. Aber wir testen das kurz mal. Das muss sehr dicht an den Mund gehalten werden, den schwarzen Knopf drücken und dann auf ein schönes Aloha. Aloha. Ja, fast ein bisschen näher, weil es wird noch ein bisschen lauter. Aloha. So ist es gut. Sehr gut. So, ich schalte das jetzt aus, starte die Musik und dann los geht's. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. Okay, let's go. Los geht's. There'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this.
Okay, wir haben den, den Hafen von Honolulu hier an der linken Seite. Die ganzen Containerschiffe, die kommen hier an, in Honolulu. Und dann werden die Container zu den anderen Häfen und Inseln distributed via Barges, was wir hier gerade schön sehen. Und da ist nochmal einer. Ja, also alles ein bisschen teurer noch auf den anderen Inseln. Wir haben hier Ala Moana Strand. Interessant ist, dass das komplett geschützt ist von Korallen, sodass da keine Wellen am Strand sind. Also es ist, als wenn man in einem Schwimmbad schwimmen würde. Die Surfer, die hängen hier außerhalb der Korallen ab und warten auf eine schöne Welle. Hier, das ist Magic Island und Degraded Corals. Das ist die Barriere da. Ja, und dann hier Waikiki. Sind Sie im Hotel in Waikiki? Ja. Die meisten Besucher übernachten hier in einem der über 100 Hotels. Waikiki, das heißt Spouting Water. Und ja, 100 Jahre, vor 100 Jahren, alles hier noch, auf der linken Seite war Sumpf. Und dann haben die den Alawai-Kanal gebaut, 1928, und haben das ganze Wasser hier abgelassen. Und die ursprüngliche Intention war, Moskitos loszuwerden. So, ich mache jetzt mal einen kleinen Turn hier. Kann man das ein bisschen besser sehen. Ja, ist ziemlich viel los da unten immer. Aber ich zeig nachher mal einen Strand, da kann man hingehen. Ist nur 20 Minuten von hier. Da ist dann weniger los. Ja, da komme ich gleich zu. Diamond Head. So, wir haben hier einen Zoo. Auch. Und 900 Tiere haben die da. Und jetzt kommt der einzige Witz, den ich habe. Ich weiß nicht, ob der Zoo super gut ist, aber es ist der beste Zoo innerhalb von 2000 Meilen in alle Richtungen. Ich weiß nicht, der beste Witz, aber... Ich bin ja auch nicht hier zum Witze machen. So, ja, jetzt kommt hier Diamond Head, Diamantenkopf. Na, okay, Diamond Head. Und ja, britische Segler, die sind hier angekommen an der Insel und haben auf der Rim was funkeln gesehen. Und die dachten, das wären Diamanten. Aber ja, Diamanten wurden nie gefunden. War halt irgendein Calcium, sonst was. Man kann da hoch hiken. 800 Fuß hoch. 300 Meter oder so. Man kann diese Bunkeranlagen auch besuchen. Als Bunker werden die nicht hier benutzt, mehr als Storage. Der Parkplatz und Besucheranlage ist innerhalb des Kraters. So, das hier ist Black Point.
Hier teuerste Wohnanlagen auf der Insel. 5 Millionen Dollar ist das günstigste, was man hier kriegt. Und durchschnittlich eher so 9 Millionen Dollar. Das Wetter ist ziemlich gut heute. Es ist der Wind mit dem wenigsten, der Tag mit dem wenigsten Wind. Und aber trotzdem, wenn wir näher an Krater ranfliegen und andere Hügel, dann kann der Helikopter ein bisschen hin und her wickeln. Das ist bin nicht ich, sondern einfach ein bisschen turbulent. Turbulente Luft. So ja, spielen Sie Golf? Nein. Gucken Sie Golf im Fernsehen? Nein. Okay, dann ist das nicht so interessant. Die PGA oder die Sony Open, die finden da statt. Jeden Januar. Kahala. Gegend. Ja, den ein oder anderen Regenschauer, den werden wir wahrscheinlich auch erleben. Für mich ist das gut, weil ein Helikopter weniger putzen muss. Vielleicht sehen wir dann auch einen schönen Regenbogen. Heute Morgen leider nicht, aber man weiß nie. Okay, das Mikrofon ist jetzt eingeschaltet. Das heißt, wir können jetzt ganz entspannt kommunizieren. So, wir haben eine schöne Gegend hier. Hinter den Wolken. Ja, das ist Hawaii Kai. Viele haben einen eigenen Bootssteg und direkten Zugang zum Meer. Eines Tages. Ja. The place to be. Ja. So, wenn wir jetzt hier diese Wolke durchflogen haben, sieht man eventuell... Nee, sieht man nicht. Ah, vielleicht sieht man sie ein bisschen durch die Wolken. Da ist eine Landmasse. Das ist die nächste Insel. 26 Meilen von hier. Ja, so ein Hubschrauber habe ich vorher mal geflogen. Grand Canyon. Die sind etwas langsamer. Muss ich hier aufpassen, was der Kerl da unten macht. Oh ja, hier Hanama Bay. Einer der schönsten Bays hier auf der Insel. Es ist ein ehemaliger Krater voller Wasser. Und ein, wenn ich die schönste Schnorchelgegend auf der Insel. Man braucht eine Erlaubnis, um da hinzugehen. Kostet 25 Dollar. Und dann limitieren die Besucheranzahl zu 750. Und es ist ja, Schnorcheln ist wie Schnorcheln in einem Aquarium. Ich mache gleich einen schönen Turn. Ich drehe um. Ja, man kann das besuchen mittwochs bis sonntags. Es ist geschlossen Montag und Dienstags, um der Natur so ein bisschen mal
Zeit zum Relaxen zu geben oder zum Recovern. Ja, letzte Woche, die mussten das zwei zusätzliche Tage schließen. Da waren so viele Jellyfish. Wunderschön. Quallen. So, in front of, vor uns, we have the Coco Head. Interessant about Coco Head ist der Wanderpfad. Der geht hier hoch, das ist ein ehemaliger Gleisanlage. Und ja, komplett 1048 Stufen muss man, das wird immer steiler, je höher man kommt. 1200 Fuß hoch. 450 Meter oder so. Und ja, man kriegt auf jeden Fall Muskelkater ein bisschen. Wenn man jetzt nicht super voll trainiert ist. Aber der Ausblick von da oben ist auf jeden Fall cool. Nicht so cool wie hier vom Helikopter aus, aber dennoch. Ja, jetzt haben wir es fast verpasst, hier die Erosion auf den Seiten vom Kuchen. Und der Grund dafür ist, dass das nicht Gestein. So, ja, vor uns haben wir, sind wir schon an der Ostseite von Oahu. In front of us, hier vor uns, das ist Makapu'u. Und da ist auch ein Wanderpfad. Aber der ist... paved. Und shallow. Oh mein Gott. So, ja, also das ist sehr beliebt im Winter als Walausguck. Also im Winter sind da, haben wir ja ziemlich viele Wale. Und die kommen halt hier im Winter her, Kinder, Babys, und dann gehen sie zurück nach Alaska. Hier auf der linken Seite haben wir den Sea Life Park, wo man mit Delfinen schwimmen kann. Und auf der rechten Seite kommt jetzt der Makapu'u Light Leuchtturm. Dann haben wir noch so ein kleines Inselchen, und das ist Rabbit Island, Haseninsel. Ja, manche sagen, es sieht aus wie ein Hasenkopf, aber der Grund ist, da sind tatsächlich Hasen. Da war ein Typ, der dachte, es ist eine super Idee, da Hasen zu haben. 1880. Und das ging aber nicht so gut mit den Seevögeln, die da immer ihre Eier gelegt haben. Und 100 Jahre später haben sie dann entschieden, weg mit den Hasen. Und das hat dann bis 1996 gedauert, bis sie dann endlich diese kleine Insel Hasen frei hatten. Ja, das ist der schöne Strand hier, Waimanalo Bay, or Beach, 20 Minuten hier vom Waikiki entfernt. Die Locals, die kommen auch hierher. Also es ist, man hat dann nur die Sonne halt nicht ins Gesicht scheinend, aber ansonsten, ja, Leute bevorzugen hier die Ruhe.
So, wir haben eine kleine ehemalige Flughafenanlage und die Luftwaffe ist da offiziell untergebracht. Aber da geht nicht viel. Dann haben wir einen kleinen Berg oder Hügel hier und auf der linken Seite, das ist Olomana oder Three Peaks. Ja, I got a new radar, thank you. Da kann man auch hochkraxeln, allerdings fällt das in die Kategorie extrem wandern. Muss ich da hier und da an Seilen hochziehen. So, das hier sind die Zwillingsinseln. Moku-Iki und Moku-Ini. Und hier gibt es eine Pillbox. Kalakai Pillenschachtel. Ja, die nennen hier die ehemaligen Bunkeranlagen on top of the rim. Die nennen die halt immer Pillenbox. Und das ist hier die beliebteste Stelle, um bei Sonnenaufgang hier diese beiden Zwillingsinseln zu fotografieren. Zurzeit gibt es ein bisschen Ärger mit den Leuten, die da unten wohnen, weil die immer halt die Siedlung zuparken und alles zumüllen. Aber ansonsten wunderschön. Ja, nochmal kurz zurück zu Olomana, diesem Hügel da. Also man sollte das nicht, die Wolken tief stehen oder es irgendwie feucht ist. Dann wird es ziemlich rutschig und da sterben Leute. Zwei Wochen ist es das letzte Mal passiert. Und im Durchschnitt ist hier der Honolulu-Feuerwehr-Hubschrauber unterwegs, um die Leute da rauszuholen. So, ist ein bisschen wolkig auf der linken Seite, aber normalerweise sieht man den Pali Pass und den Pali Outlook. Das ist so ein Berg, kann man oben rauf und dann sieht man hier die halbe Insel von da oben. Und normalerweise kann man durch diesen Pass durchgucken und sieht dann Honolulu von hier. Da war er gestern. Oh, da war er gestern. Und Wetter war besser. Ja, Nachmittag war besser. So, jetzt sind wir hier in der wunderschönen Kaneohe Bay. Wir haben wieder einen Flughafen hier auf der rechten Seite. Mit dem rede ich gerade, dass das Marine Corps ist da stationiert. Da sind wir nette Leute. Vor uns haben wir eine kleine Insel. Coconut Island. Und alle Amis, die kennen das auch unter einem anderen Namen. Und dann spiele ich meistens diese Musik. Dann sagen alle, ah ja. Aber ist wahrscheinlich nicht bekannt. Das ist auch Gilligan's Island. Ich fliege mal links dran vorbei. Ja, das ist eine super berühmte Fernsehserie. Und alt. Und die haben da halt, aber nicht mehr, glaube ich. Nee. Nee, ne? Das ist noch älter. Ich glaube, Schwarz-Weiß-Fernsehen war das noch angesagt. Also vor meiner Zeit. Ja, aber die ist halt immer noch, die wird immer noch geguckt. Also, das ist halt, die ist halt so super. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist da jetzt eine Oceanic Research Facility von der Universität von Hawaii. Oh ja, wir sehen hier überall diese Dinger, Patches, und das sind alles natürliche Korallen, und je heller die sind, je mehr Sand ist obendrauf. Das ist ein Paradies hier, sehr viele Wasserschildkröten, wie heißen die, Turtles, sind hier unterwegs, und es ist auch Hammerkopfhaie. Ja, die kriegen hier ihre Jungen. Und das hier ist die Kaneohe Sandbar.
Also wenn bei Flut, da geht das Wasser bis zur Gürtellinie sozusagen. Und während Ebbe, das ist nur 2-3 Zentimeter hoch. Und dann kommen die Leute hier raus mit dem Kajak oder mit einer dieser Bootstouren. Und machen alles Mögliche hier. Also Wassersportarten und Schnorcheln natürlich. Oder genießen einfach dieses leichte, warme Wasser. Es wird gerade, die Ebbe kommt sozusagen gerade. Oh, das Wetter ist wesentlich besser als heute Morgen. Es ist schon mal sehr schön. Weil hier war alles regnet. So ja, vor uns Chinaman's Head, ich hab's schon gehört. Trotz Noise Cancellation. So ja, der Name ist Mokoli'i, was hier übersetzt kleiner Salamander, Lizard, bedeutet. Da ist nämlich eine Sage. Das ist eine Sage, oh mein Gott, jetzt habe ich beinahe zum Tower gesprochen. Das ist eine Sage, dass Gott hat einen Salamander bekämpft und das ist der Schwanz vom Salamander. Der guckt immer noch raus. Und man kann da hin. Die meisten Leute gehen da hin mit dem Kajak, aber wenn die schön flach ist, dann kann man da hinlaufen vom Strand da unten. So, am Fuße des Berges, da ist die Kualoa Ranch. Und da kann man also wirklich machen, wie Pferde reiten, Ziplining, Hänge, dann Bustouren und ATV-Touren. Und alles ist unter dem Motto Jurassic Park. Hier mal so ein extra Schlenker. Und die haben hier über 50 Filme gedreht in... Jurassic Park, Godzilla, Jumanji, 50 First Dates und so weiter. Und da rechts unten, da sieht man dieses eine berühmte Gate vom Jurassic Park Volks zum Beispiel. Aber noch viel berühmter ist die nächste Valley. Die Ka'ahava Valley. Man sieht da überall Kühe am Boden. Und wenn man sich vorstellt, das sind... Dinosaurier, dann ist man mitten in einem Movie. Ja, hier sind überall diese Movie-Signs. Da kann man halt durch. Und dann zeigen die einem alles. Das ist ziemlich cool. Eine Sache kommt hier gleich auf der rechten Seite, da ist der Schädel und die Gebeine vom King Kong. Aber das ist natürlich nur eine vielen Attraktionen. Oh mein Gott, schon. Jetzt nehmen. Überholt er mich noch? Und der ist voll. Und das geht ja gar nicht, dass der uns überholt. Nee, ich flieg immer zu langsam. Ich hab schon Beschwerden hier. Aber nee, ich nehme meine Zeit. So, die nächste Valley ist Kahana Valley und Kahana Bay. Wobei die Bay ein bisschen mehr
beliebter ist, Kana Valley, da gibt es eigentlich nichts. Hier kann man gut Kajak rumfahren und schwimmen gehen. Und da ist noch eine weitere Attraktion direkt an der Straße, und zwar einer der drei besten Essenswagen, Food Trucks. Und also die Reviews halten, die sagen zumindest, es ist einer der drei besten. Ich habe es natürlich ausprobiert. Also Shrimp Shack heißt es und ist gelb. Immer eine lange Schlange davor. Ich hatte die Kokosnuss-Shrimps mit einer Mango-Papaya-Soße. Also es war ziemlich gut. Bisschen teuer für meinen Geschmack. Aber ziemlich gut. So ja, hier Punalu'u Valley. Und ja, ich versuche mal hier in den nächsten Valley reinzukommen. Da ist nämlich dieser Wasserfall, heißt Sacred Falls. 1200 Fuß geht es da runter, wenn man so alle kleinen Wasserfälle zusammenzählt. Und kommt man nicht immer rein wegen dieser komischen Wolken. Mal sehen. Sieht nicht gerade super aus gerade. Ja, man muss ja eigentlich mindestens 1500 Fuß fliegen, um da rein zu können. Schon ein bisschen tiefer. Der Kollege überholt mich gerade. So, ich guck mal, ob ich reinkomme. So, der ist auf der linken Seite. Da ist auch wieder eine Sage, dass die ganz unten, das ist so ein Eingang zur Hölle. Und nur der Wasserdruck vom Wasserfall, der verhindert halt, dass das Böse hier reinkommt. Ja, das sieht wirklich schlecht aus. Mist. Ja, und das ist der Grund, warum hier kein anderer reinfliegt zurzeit. Weil man nichts sehen kann. Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Wasserfall. Und unfortunately hier, leider kann man den auch nur mit dem Helikopter besuchen, denn da gab es einen Erdrutsch und 1999 bereits. Und da wurden 8 Leute, also die sind umgekommen und 30 wurden verletzt. Seitdem ist er dicht. Und zwar immer wieder irgendwelche schlauen Leute, die da reinwandern müssen, aber wenn sie erwischt werden, kostet das $2,500 und mehr. Seite von Oahu, 99% auf der Zeit kommt der Wind hier vom Meer aus der Richtung, bringt viel Feuchtigkeit und dann trifft er halt hier auf diese Hügel oder Berge und dann ja, gibt es halt Regen und Wolken. Oh ja, es regnet hier sehr häufig. 300 Inches im Jahr. Muss man irgendwann gucken, was das in Zentimetern ist. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Und ja, verglichen mit Honolulu oder der anderen Seite, wo es, da sind es nur 18 Inches. Aber es ist schön grün hier und auch nicht so viele Leute unterwegs. So, wir haben hier den Laie. Polynesischer Culture Center und Mormonentempel haben wir hier auch. Viele Shows am Abend und in der Nacht, so tanzende Hawaiianer und sowas. Und natürlich viele kleine Shops und Food Trucks gibt's ja auch. Also es ist auf jeden Fall cool. Wir haben hier eine weitere kleine Insel. Ziegeninsel, Goat Island. Da waren mal Ziegen. Und da kann man auch hinlaufen, hier vom Strand, wenn Ebbe ist. Und da gibt es eine witzige Story. Ich habe die nie gefact-checkt. Aber da soll ein Anwalt gewesen sein. 65 Jahre ist das her.
Der hat die Insel gekauft und dann hat er gesagt, ja, das ist jetzt mein eigenes Land. Also Country. Aber das hat keinem so gefallen. Und deswegen ja, ist es vor Gericht gegangen und dann hin und her. Und dann 3 Jahre später hat er es verkauft und dann war es Geschichte. So, ich verspreche, die Wolken sind bald, ist bald vorbei. Sobald wir auf der Westseite sind, keine Wolken mehr. Hier auf der linken Seite sehr schön zu sehen. Ich weiß, man sieht nicht viel gerade. Also hier gibt es ein paar Tümpel. Ne, Ponds. Ja, Tümpel. Auf der linken Seite. Sieht man leider jetzt nicht, aber ich hoffe, das geht jetzt noch irgendwie. Müsste jetzt vorbei sein gleich. So ja, das hier mit dem Moos drauf, das sind auch noch Tümpel. Und das ist die Kahuku Schwimmfarm. Also da farmen die Shrimps und Prawns. Die größeren Shrimps. Das dauert hier 2,5 Stunden, bis man im Auto hier ist, vom Waikiki. Und dann kann man da halt die frischsten Shrimps essen. So, wir sind ja jetzt langsam hier an der Westküste von Oahu. Hier auf der rechten Seite kommt jetzt Turtle Bay Resort. Das einzige Resort hier in der ganzen Gegend. Und ja, 2 riesige Golfkurse. Aber wie ich schon erfahren habe, absolut uninteressant. Ja, also da waren mal grüne Schild... Was ist nicht Schildkröten? Green Turtles? Turtles ist Schildkröte. Eine Schildkröte? Ja. Heißen die nicht Wasserkröten? Haben keinen speziellen Namen. Okay, nein, Wasserschildkröte. Nein. Wasserschildkröte ist Wasserschildkröte. Aber Schildkröte ist der Oberbegriff. Ah, okay. Ja, grüne Schildkröten haben da ihre Eier aber gelegt. Und dann haben sie das Hotel dahin gebaut. Und jetzt machen sie es nicht mehr. Aber haben sie das Hotel aus aufgeschüttetem Grund gemacht? Gute Frage. So, auf der linken Seite sehen wir hier 3 weiße Kugeln. Und die sind bekannt als die Golfbälle. Und das ist eine Radarstation. Interessant ist, dass da schon eine Radarstation war im Dezember 1941 während der Pearl Harbor Attacke. Da war schon eine Station. Der Hubkörper so niedrig. Ja, das ist jetzt hier die, müsste die Küstenwache sein. Oder Feuerwehr. Also auf jeden Fall kein Tour. Wir müssen hier ein bisschen höher fliegen. Oder wir können höher fliegen. Die, zum Beispiel Magnum PI, die können hier gar nicht fliegen, weil die haben keine Floats. Also die müssen immer in Gleitweite vom Festland sein. So, ganz kurz nochmal zurück. Gott, ich bin behind hier. Zurück zu den Radarstationen. Also da war schon eine Radarstation 1941 und die haben die herannahenden Bomber auch gesehen. Aber die dachten, dass die wären halt... Okay, ich muss jetzt immer ganz kurz immer nach links drehen, damit man das sehen kann hier. Hier, da gibt es einen Strand, wo der Sand ganz bis an die
an die Straße rangeht. Das ist der Sonnenuntergangsstrand oder Sunset Beach. Und hier ist so eine Grasfläche, wo so eine Schule ist. Und die ganze Fläche Wasser hier davor, das ist Banzai Pipeline, so nennt man das. Und da ist halt die, ja, da finden halt immer diese Surf Competitions statt. So, wir sind ja hier auf der Windseite und es gibt im Winter hier Wellen bis zu 65 Fuß hoch, so 20 Meter. Und im Sommer ist es hier flach, wie in der Badewanne sozusagen. So, ja, dann haben wir hier zwei Highlights, dann drehe ich jetzt vielleicht nochmal um, damit wir das besser sehen können. Wir haben Waimea Bay, wunderschöner Strand. Und das Wasser hinter dem Strand, das ist Süßwasser. Man kann da halt so dem Fluss hoch wandern und dann findet man die Waimea Wasserfälle. Es ist zwar ein relativ kleiner Wasserfall, aber der Teich, der da entsteht durch den Wasserfall, der ist halt groß genug, dass da einiges an Leuten gleichzeitig drin rumplanschen können. Und hier auf der rechten Seite, da haben wir Shark's Cove. Nochmal sehr schön zum Schnorcheln da. Und das heißt Shark's Cove, weil das angeblich den aussieht wie ein Kopf von einem Hammerhai. Da kann man auch direkt nebendran parken und kostet nichts. Das ist halt jetzt gut. So, wir fliegen jetzt hier nach ins Inland. Vor uns die größte Solar- und Windmühlenanlage. Von Oahu zumindest. Und ja, Hawaii will ja 100% erneuerbare Energien Stromproduzent werden. In 2045. Ja, die haben angefangen, das auszubauen 2008. Die haben da so eine Initiative gegründet und seitdem sind die dran. Oahu hier bei 31%. So, hier ist viel Ackerbau. Das war alles mal Zuckerrübe. Auch auf den anderen Inseln. Aber nirgendwo gibt es mehr Zuckerrüben. Jetzt irgendwie war das nicht mehr rentabel. Die letzte Zuckermühle hat auf Maui geschlossen in 2016. Und hier auf der rechten Seite, da unten, das ist jetzt alles Kaffee. Und dann haben wir noch eine kleine Stadt da am Ufer, wo der kleine Hafen ist. Das ist Haleiwa. Da kann man halt mit Haien tauchen gehen. Und wenn man will, dann stellen die einem auch einen Käfig bereit. So, hier gibt es noch einiges an freilaufenden Kühen unten. Also Kuhfarmen. Und hier das das Fleisch, was hier produziert wird, ist Kuhfleisch, das ist wirklich gut, denn die Kühe, die laufen den ganzen Tag hier rum und essen das Gras. Hat die einen Dach über dem Kopf. Von glücklichen Kühen ist einfach das Beste. Genau. So, jetzt haben wir hier so symmetrisch gestaltete Plantagenanlagen. Das sind alles Ananas, das ist Plural, ja. Und die haben so eine verschiedene Farbe, weil die alle in unterschiedlichen Stadien sich befinden. Und die haben die absolut idealen Bedingungen hier. Also die Erde, die ist ja vulkanisch und die ist so rotbraun wegen Eisenoxid, dann das Wetter natürlich.
das ist alles Teil der Dol Plantage. Ja, eine Ananas braucht 24 Monate, um zu wachsen. Und die frischen Ananas, die werden alle hier auf der Insel selber konsumiert. Man kann zwar woanders eingemachte Ananas kaufen, aber die frischen, die gibt es halt nur hier. Von daher soll im Supermarkt eine holen oder hier zu diesem Besuchercenter von Dol gehen. Denn die Ananas, ich mochte keine Ananas, bevor ich hierher kam, aber die Ananas, die sind so lecker. Einmal in der Woche kaufe ich mir eine Ananas. ja, hier das Besucherzentrum, das hatte auch so einen Irrgarten. Und das ist der größte Irrgarten, den es gibt. Ja, die zeigen einem alles, oder erzählen einem alles über Ananas. Zum Beispiel, dass man, wenn man die frisch anschneidet, dann soll man die irgendwie abspülen kurz unter kaltem Wasser. Ansonsten gibt es so ein komisches Bitzeln im Mund. Wusste ich nicht. Muss ich natürlich ausprobieren. Es bleibt ganz schön lange im Mund, dieses Bitzeln. Also es stimmt. Und die haben die beste Eiscreme auch. Oh mein Gott. Auch die beste Eiscreme. So, wir befinden uns jetzt genau auf dem auf dem Weg, wo die japanischen Bomber langgeflogen sind, Richtung Pearl Harbor. Bevor die Pearl Harbor attackiert haben, haben sie hier kurz noch das Subila Airfield zerbombt. Da war nämlich die Luftverteidigung stationiert. Und ja, heutzutage ist da die Army. Und da sind Chinook, Apache und Blackhawk Hubschrauber stationiert. Ziemlich beschäftigt da unten. Man kann hier den einen oder anderen Krater von noch sehen. Die wurden nämlich nicht richtig fachgerecht repariert. Die wurden nur gefüllt aus historischen Gründen. Und ja, hier die ganzen Hangaranlagen. Die wurden auch mit den alten Paletten sozusagen repariert. Das heißt, von innen, da sieht man überall noch so diese Einschusslöcher und sowas. Ich wundere ja, dass die es erlauben, dass man rüberfliegen darf. Ja, ich rede ja mit denen immer. Ich muss denen immer sagen, hey, darf ich jetzt durchfliegen? Und dann sagen die, ja, okay. Aber bleib über 2000 Fuß. Und sowas. Also, ja. Hier militärische Gegenden, alles hier zur Rechten zum Beispiel, das ist militärisch, da darf man dann nicht durchfliegen. So, unter uns und zur Rechten es auch, da haben wir Bananenpflanzen und das sind nicht diese normalen Bananen, das sind diese Apfelbananen. Und ja, das sind die sind ein bisschen süßer. Kosten 5-6 mal so viel wie eine normale Banane. Aber sollte man mal probiert haben. Komischerweise die finden die hier auch super grün. Und dann brauchen die noch ein, zwei Wochen, bis sie endlich soweit sind. So, wir kommen wieder ziemlich nah ran an den Airbase von Honolulu. Das heißt, ich muss
den Regularien folgen und das Mikrofon abschalten. Ich werde es wieder anschalten auf dem Boden. Aber für jetzt Schicht im Schacht. So, ja, wir kommen hier näher an der Pearl Harbor Gegend dran. Hier die drei Hauptwasserflächen. East, West and Middle Lock. Geht nicht viel hier auf der Westseite. Ostseite ist, da gibt es militärische Gebäude und ja, auch nicht viel. Also das Middle Lock hier, das ist das Interessante. Da sind nämlich diese Schiffe stationiert. Die sind alle nicht mehr in Gebrauch. Aber die sind immer noch teilweise ausgestattet. Also jemand hat mir erzählt, die könnten wieder rucki zucki in Betrieb genommen werden, aber weiß ich halt nicht. Okay, jetzt haben sie mich endlich reingelassen hier. Ja, das ist auch eine Navy-Reparaturstation hier irgendwo. Aber mehr oder weniger die Schiffe da unten, die rosten mehr oder weniger vor sich hin. Also das Herz von Pearl Harbor oder der Mittelpunkt ist vor uns, Fort Island. Da ist eine Landebahn in der Mitte, aber die benutzen das nicht als Landebahn. Zurzeit zumindest. Da sind drei Erinnerungs-Memorials. So, das erste, das ist hier auf der Seite, das ist Utah Memorial. Guckt nur der rostige Mittelteil vom Schiff aus dem Wasser. Die Spitze und das Bug und das Heck, das ist markiert mit einer weißen Boje. Das ist auch so ein weißer Bootsrampe mit einer amerikanischen Flagge natürlich drauf. Kommt hier auf der rechten Seite jetzt gleich mal einen kleinen Turn hier. Wir fliegen da noch einmal kurz dran vorbei. Ja, interessant ist, dass da Öl auf dem Wasser ist. Das Kriegsschiff, das ist das Missouri Memorial. Da wird der Friedensvertrag unterschrieben. Und dann kommt hier das Arizona Memorial, wo das weiße mit der amerikanischen Flagge. So, ja, wenn man das besuchen will, dann muss man eins dieser kleinen Boote nehmen, was man hier auf der rechten Seite gerade sieht. Und man startet hier in diesem Visitor Center auf der rechten Seite von der Brücke. Und dann kann man auch dieses U-Boot dann besuchen. So, ich nochmal einen letzten Turn hier. Normalerweise habe ich ja auch gestern auf der linken Seite im Hubschrauber. Auf die muss ich jetzt überhaupt keine Rücksicht nehmen.
da fliege ich dann lieber nochmal einen schönen großen Buch. Ja, die Navy, die macht hier schöne Manöver. Alles auf der anderen Seite von diesem Ford Island, das ist, da ist die Navy. Sie dürfen nicht zu nah ranfliegen, irgendwelche Geheimnisse müssen sie da hüten. So, man sieht auch Öl hier auf der Wasserfläche neben dem Arizona Memorial. Das Ding, das da ist, kommt auch noch Öl raus nach 80 Jahren. So, jetzt muss ich aber auf der linken Seite der Brücke bleiben, sonst kriege ich Ärger. Mein Kollege ist schon auf dem Boden. Und die Passagiere werden gerade ausgeladen. Das ist nicht gut. So, wir haben hier ein Aloha-Stadium. Keine Besucher mehr seit Dezember 2020. Aber alles ändert sich ja gerade. Seit einer Woche können wir ohne Maske fliegen. Seit 2 Jahren bin ich mit Maske geflogen. Das war einfach katastrophal. An der Funkanlage versteht man sich nicht so gut und man schwitzt, ich pickel im Gesicht und so was halt. So, ja, wir sind jetzt ziemlich nah am Flughafen bereits. Jetzt warte ich nur auf die Erlaubnis, hier die ganzen Landebahnen überqueren zu dürfen. Es gibt mir genau Zeit, Danke zu sagen, dass sie mit Blue Hawaiian geflogen sind. Und mit mir. Wenn Ihnen der Flug gefallen hat, mein Name ist Benjamin und wenn nicht, mein Name ist Simon. So, ja. Bitte sitzen bleiben, bis die Rotoren zum kompletten Stillstand gekommen sind. Die Ground Crew kommt dann ran und öffnet die Türen von der Außenseite. Also das in Deutschland war ich nie wieder. Eigentlich hier aus Deutschland. Stuttgart, okay. Düsseldorf. Aber Stuttgart ist auch schön.
Nein, der bleibt da hoffentlich stehen jetzt. Tut er nicht. Oh, ihr seid die ersten, die zurückweggegangen.